Zunächst einmal kann ich dazu beitragen, dass ich in der ersten großen Bombennacht auf Münster geboren worden bin. Das war an einem Sonntagvormittag. Und ich wurde in der Universitätsklinik im Keller bei Kerzenlicht und mit sterilisiertem Wasser gewaschen. Also so bin ich auf die Welt gekommen. Und die Kindheit war eigentlich sehr glücklich, weil wir haben in Gronau gewohnt. Das ist im westlichen Westfalen, direkt an der holländischen Grenze. Dort gab es die große Textilindustrie, Spinnereien und Webereien wegen des vergleichsweise feuchten Klimas. Und mein Vater war dort Vorstand einer dieser Baumwollspinnereien, sodass wir eigentlich ein sehr glückliches, zufriedenes Leben auf dem ländlichen Sektor geführt haben, mit viel Freiheit. Die Freiheit war das Fahrrad. Weil wie in Holland konnten wir eher Fahrrad fahren als laufen. Ich habe mich dann sehr früh für wirtschaftliche Dinge, also betriebswirtschaftliche Dinge interessiert, angeregt durch die Tätigkeit meines Vaters, der dann auch da nicht dagegen war, dass ich ihn ab und zu besuchte in seiner Firma und dann schon mal mit der Buchhaltung gesprochen habe. Später durfte ich sogar mir einen Anzug anziehen und dann auf die Hauptversammlung der Gesellschaft gehen. Das hat mich schon sehr, sehr früh wirtschaftlich geprägt und das ist eigentlich dann geblieben. Das andere, was mich geprägt hat, waren, wie gesagt, diese hohen Freiheitsgrade, die man genossen hat. Da hat sich ja keiner intensiv um jemanden gekümmert. Also wir sind da durch die Gegend gefahren mit unseren Fahrrädern, waren in Holland, wurden da trotz der Kriegswehen dann doch relativ freundlich aufgenommen, muss ich immer wieder sagen. Wir sind durch die Wälder marschiert. Also es war ein angenehmes, schönes Leben, aber schon gleich der Fokus in Richtung Wirtschaft. Betriebswirtschaftslehre in München, 5 Semester und dann nochmal den Abschluss dann in Münster gemacht. Dann habe ich überlegt, ob ich noch promoviere, habe das dann auch als freier Doktorand gemacht, wollte unbedingt keine Assistentenstelle haben, die mich dann so sehr eingeschränkt hat und bin dann 1969, habe ich gesagt, das dauert mir zu lange, jetzt fängst du an zu arbeiten und bin dann zu Hoesch gegangen in Dortmund. Mhm. Gut, das waren ja damals in den Jahren darauf ja auch keine einfachen Zeiten für Hoesch. Nein, das war damals noch, war das noch ein Großunternehmen, was dann sehr schnell nach meiner Zeit 69 in 72, 73 fusionierte mit Hoogovens, einem holländischen Stahlkonzern. Der Ehestifter war Hermann Josef Abs von der Deutschen Bank. Und ich bin dann eigentlich sehr schnell 1973 nach Kleve gezogen, an die holländische Grenze und habe in Nijmegen gearbeitet, weil das gemeinsame Headquarter der beiden Stahlunternehmen war dann in Nijmegen oder Nijmegen, wie die Niederländer sagen. Und das war eine sehr aufregende Zeit, sehr, sehr nett. Die Holländer haben einen anderen Führungsstil, der war offener, weniger hierarchisch, als wir das in Westdeutschland immer gewohnt waren. Es waren sehr angenehme Jahre. Ich bin durch die Welt gereist, um Erzgruben oder Nickelvorhaben zu versuchen, zu finanzieren. War auch sehr angesehen dort. Und 1979 kam dann Herr Rohwedder, der als Staatssekretär in die Wirtschaft drängte und dort dann den Vorstandsvorsitz der Hoesch-Seite übernahm. Und der war der Auffassung, er bräuchte jemanden, der die Firma sehr gut kennt, der nicht sein Assistent ist, weil der konnte viel besser reden, schreiben als ich. Das war nicht meine Aufgabe, sondern der ihm, wenn Sie so wollen, als Punching Ball in allen Fragen zur Verfügung stand. Dann kam die Wiedervereinigung. Und Rohwedder war derjenige, der eigentlich der ideale Kandidat war, sich um dieses Thema zu kümmern, weil er war in Gotha in Ostdeutschland geboren. Er kannte die Politik als Staatssekretär hervorragend. Er war SPD-Mitglied, kannte also auch die Niederungen solcher Parteiorganisationen und hatte einen hohen
Sachverstand, wirtschaftlichen Sachverstand. Dazu kam, dass er eine Brillanz darin hatte, gute Ideen, die irgendjemand gesagt hatte, zu ergreifen und umzusetzen und für sich nutzbar zu machen. Und dazu kam ein hohes soziales Verständnis. Also er war eigentlich die ideale Figur. Er wurde dann ja zunächst Verwaltungsratspräsident der Treuhandanstalt. Dann stellte sich heraus, dass der Präsident der Aufgabe überhaupt nicht gewachsen war. Und Rohwedder war dann immer noch mein Kollege bei Hösch und wurde dann gebeten, das Präsidialamt, also die operative Führung der Treuhandanstalt, zu übernehmen. Das war dann im Herbst 1990. Mit der Folge, dass bei Hösch ein gewisses Vakuum, Führungsvakuum entstand. Ich war für die Nachfolge dort vorgesehen. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht vertiefen möchte, ging das irgendwo schief und dann war ich auch vakant. Rohwedder wollte eigentlich immer, dass ich direkt mit ihm mitgehe, aber ich habe gesagt, dass beide zu gehen, das können wir der Firma Hösch wirklich nicht antun. Ich muss hier meine Aufgabe weiter erfüllen. Dann kam der Tag, wo Rohwedder ermordet wurde, am 1. April 1991. Und das Ergebnis war, dass der Staatsakt, der dann stattfand, war, wenn Sie so wollen, der Beginn meiner Tätigkeit bei der Treuhandanstalt. Weil A, die Politik wusste, dass ich bei Hösch wohl aufhören würde. B, dass ich einen guten, industrieerfahrenen Ruf hatte in der Wirtschaft. Und die Politik wollte dann, dass Frau Breuel Präsidentin wird. Aber als Ersatz quasi für Rohwedder dann ein industrieerfahrener weiterer Manager ihr zur Seite gestellt wird. Also wenn ich ehrlich bin, gar keiner. Also im Gegensatz zu Rohwedder und meinem Verkaufsvorstand, die immer zu den Messen fuhren und ein Messebild mitbrachten, also wenn Sie so wollen, ein geschöntes Bild der DDR, bin ich nicht in die DDR gefahren. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich war der Sicherheitsbeauftragte bei Hösch. Hösch produzierte unter anderem auch wehrtechnisch relevante Teile. Und ich war der sogenannte Geheimnisträger und deswegen bin ich nie in die DDR gefahren. Familienmäßig war ich sehr wohl verbunden, weil meine Mutter stammt aus Magdeburg. Und sie hatte dann Zeit ihres Lebens eine Schwester und einen Schwager noch in Magdeburg. Und ihre Mutter wohnte in Wolmirstadt, das ist bei Magdeburg, kam dann aber nach dem Tode ihres Mannes zu uns nach Gronau in den Westen. Was das bedeutete, das habe ich am Anfang nicht begriffen. Und man muss ja auch sehen, die Treuhandanstalt ist entstanden durch die DDR. Das heißt also, der runde Tisch hat versucht, das industrielle Volksvermögen in dieser Treuhand zu bündeln, mit der Absicht, später dann Voucher auszugeben und die Bevölkerung der DDR am Volksvermögen zu beteiligen. Da war den Menschen aber überhaupt nicht klar, was das wirklich bedeutete, nämlich dort eine Gruppe zu haben mit 9.000 Unternehmen, aus denen dann später 14.000 wurden, weil wir ja Teile abgespalten haben und vereinzelt haben. Also die Dimension der Aufgabe, die ist total unterschätzt worden. Und auch die finanziellen Folgen sind total unterschätzt worden und auch von mir. Und diese 14.000 Unternehmen hatten durch die Einführung der Wiedervereinigung jedes Problem, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sie hatten kein Rechnungswesen, sie hatten kein Marketing, sie hatten kein Produkt. Sie hatten eine Produktivität, die lag im Durchschnitt bei einem Drittel der westdeutschen Wettbewerber. Kein Markt mehr. Und das hieß, über Nacht brach der Markt von, ich sag mal, von 100 auf 10 ein. Für jeden. Und da jetzt kam eben das weitere Drama. Die DDR hat
die nationalen Unternehmen finanziert durch die Sparaufkommen der Bürger. In der DDR gab es Zwangssparen durch Konsumverzicht. Sie erinnern sich, sie warteten 10 Jahre, um einen Trabi zu bekommen. Das will ich Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine ist die Firma Heckert. Das war ein großer Drehmaschinenhersteller in der DDR. Der machte dann aber nach dem D-Mark, machte dieser Großkonzern mit Tausenden von Beschäftigten, der machte dann im 1992 oder 1993, machte der noch einen Umsatz von vielleicht 40, 50 Millionen D-Mark, mehr nicht mehr, aber mit Tausenden von Beschäftigten. Und ich habe diese Firma nicht nur immer persönlich besucht und gesprochen, sondern wir haben sie 3-mal finanziell saniert. Das heißt, die haben so viel Geld gebraucht, immer wieder, um diese Altlasten zu bedienen, auch das Personal dann peu à peu abzubauen, um die zu erhalten. Und bei der Treuhandanstalt gab es scherzhaft immer eine sogenannte Treuhandrendite, und das war bei Heckert der Fall. Und die Treuhandrendite war, wenn der Verlust der Firma nur noch so hoch war wie der Umsatz. Ja, und das haben wir bei Heckert dann mal erreicht. Da gab es Rotkäppchen-Sekt. Aber das war die Situation. Die hatten so viele Altlasten und weggebrochene Märkte und unzureichende Produktivität, um gegen die westdeutschen Gildemeisters oder Mahaus wettzubewerben, dass wir die dann einfach immer durchgezogen haben. Gegen marktwirtschaftliche Regeln. Wir wollten sie fusionieren, verkaufen an, ich möchte die Firma nicht nennen, in Stuttgart. Und das Besondere dieses Falls war, dass wir Angst hatten, dass die westdeutsche Firma sich der Liquidität, die wir Heckert mitgegeben haben, dass sie sich derer bemächtigt. Und was haben wir da gemacht? Gegen den Widerstand des Verwaltungsrates, da sind Leute aus dem Verwaltungsrat rausgestürmt, verständlich. Wir haben bei dem westdeutschen Unternehmen eine Kapitalerhöhung gezeichnet. Was aber dem Verwaltungsrat, was ich dem nicht mitteilen konnte, ist, dass ich diese Beteiligung bereits wieder verkauft hatte an eine Bank, die das dann übernahm, und da war sogar noch ein kleines Plus drin. Aber so sind wir vorgegangen. Sehr viel schwerer war es im Anlagenbau. Also die TAKRAF mit ihren großen Anlagen für Tagebau und für Kräne, große Kräne, die auch in Stahlwerken und so weiter eingesetzt werden, gibt es keine Lösung. Und dann war es eben eine meiner Aufgaben, auch die westdeutschen Aufsichtsräte zu überzeugen, dass TAKRAF als Kombinat keine Zukunft hat. Und dass man da auch keine Privatisierung, auch keinen Börsengang hinbekommen und so weiter. Und dann war es immer die Schwierigkeit, den Leuten nahezubringen, dass dann aus TAKRAF eben 10 Einheiten wurden. Bei TAKRAF hat das hervorragend funktioniert. Die Firmen gibt es heute noch als spezialisierte Kranfirmen in Ostdeutschland, in Wildau und so weiter. Aber für den eigentlichen Tagebau hat das dann in der Form nicht mehr funktioniert. Anderes Beispiel war die Firma Skett in Magdeburg. Dort bin ich mit Eiern beworfen worden und auf dem Marktplatz zusammengeschrien worden. Ich wollte das Gleiche machen wie bei der TAKRAF, nämlich das Kombinat konnte nicht bestehen bleiben. Ein Kombinat, was Stahlwerksausrüstungen macht, Verseilmaschinen für das Herstellen großer Seile, an denen Brücken hängen, Zementanlagen, dafür gab es keine Lösung. Und das ging nur vereinzelt. Und dort hat sich die Belegschaft und auch die Gewerkschaft, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken, sagen wir mal sehr unkooperativ verhalten. Das war das einzige Mal eigentlich. Und wir konnten sie also nicht auseinander pflücken und vereinzeln, zu einem erheblichen Teil nicht, ist dem Kombinat leider nicht gut bekommen. Also es gab dann später keine Lösung. Was heißt denn das, mit Eiern beworben worden? Ja gut, ich bin da öffentlich aufgetreten und habe, da war das einzige Mal, dass ich dann auch ein bisschen Schutz mitgenommen habe,
um auf dem Marktplatz, da wurde man dazu aufgefordert vom Bürgermeister und auch vom Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt und natürlich von den Belegschaften und so weiter, dann sollten sie da Rede und Antwort stehen und sagen, und dann flog dann schon mal ein Ei. Das kam, aber das war das einzige Mal eigentlich. Ansonsten fällt mir jetzt noch ein, dass ich das hohe Lied der Betriebsräte singen muss. Die Leute, die am meisten Kenntnis hatten von den Unternehmen und auch am meisten Verständnis, dass, wenn es ums Überleben geht, Opfer gebracht werden müssen. Auch personelle Opfer, das waren die Betriebsräte. Die Betriebsräte waren meistens akademisch gebildet, die hatten sich da kurzfristig da etabliert, hatten eine sehr hohe Kenntnis und es war mit denen sehr vernünftig und sehr gut zu reden. Und eigentlich muss ich sagen, nur mit Hilfe der Betriebsräte ist es gelungen, diese vielen Lösungen hinzubekommen, die wir dann gefunden haben für diese Unternehmen. Also die Stimmung war aggressiv gegen die Treuhand zu dem Zeitpunkt und da passt die Ermordung dann schon rein. Ich bin also, wenn Sie so wollen, in eine Phase zur Treuhandanstalt gekommen, wo es sich etwas versachlichte. Aber der Druck war natürlich, wurde dann wieder sehr stark aufgebaut durch die Medien, die in Berlin nichts zu tun hatten, muss ich jetzt auch sagen. Die Bundesregierung blieb erstmal in Bonn und die politischen Journalisten und andere sind schon nach Berlin gegangen, da war aber nichts, außer Treuhandanstalt. Und deswegen wurden dort immer die Geschichten ausgegraben und wir hatten gar keine Ahnung. Also das war unser größtes Problem am Anfang. Die Industrie, die Journalie kam mit irgendeiner Geschichte. Wir wussten überhaupt nicht, wie das Unternehmen heißt, wo das ist und was das Problem ist. Das haben wir dann auch mit Schödes Hilfe radikal, dem Pressesprecher und dem Mann für die Information, Kommunikation, das haben wir radikal umgestellt, sodass wir sehr schnell früh wussten, welche Themen und welche Probleme sind irgendwo aufgegraben worden. Und dann haben wir immer eine Taskforce gehabt, die hat die Fakten zusammengestellt und wir haben dann jedes Mal eine Pressekonferenz gemacht. Ich habe, weiß nicht, 50 Pressekonferenzen gemacht zu irgendwelchen solchen Vorfällen. Das hat uns die Journalie auch übel genommen, weil wir haben die Fälle wieder tot gemacht. Ja, bevor die dann richtig schön angefüllt werden konnten und das Dementi kommt dann 3 Wochen später, das liest keiner mehr, haben wir die schon vorher dementiert. Und das war sehr schwierig für die. Schrecklich. Also war eine brutale Zeit. Ich bin froh, dass ich das überlebt habe. Also rein physisch, weil sie hatten einen 70- bis 80-Stunden-Tag. Und ich will Ihnen den mal schildern. Ich bin also morgens um 7.30 Uhr in die Treuhandanstalt gefahren, über verschlungene, immer wieder mal neue Wege, weil das Sicherheitskonzept so vorsah. Und bin dann, wenn Sie so wollen, bis 21, 22 Uhr geblieben. Häufig bin ich dann damals nach Dortmund. Am Freitagabend gab es Gott sei Dank von Tempelhof eine Direktflugverbindung nach Dortmund. Und die konnte ich dann nutzen. Bin dann am Freitagabend häufig dann nach Dortmund gekommen, um dann am Samstag zu Sitzungen zu fahren. Also es gab einen harten Kern oder inneren Zirkel des Verwaltungsrates, der ja jeden Monat tagte und auch wichtige Entscheidungen abhaken musste und genehmigen musste. Und zur Vorbereitung, aber auch um bestimmte delikate, schwierige, auch politisch schwierige Dinge zu besprechen, gab es sehr, sehr häufig Sitzungen am Wochenende in Bonn, in Köln, in Berlin, mit Teilen des Verwaltungsrates, auch dem Staatssekretären, die dort waren, einigen Industrieleuten und Frau Breul und mir. Und wenn sie das nicht machten, dass sie dorthin gehen, dann trat ich dort zu Hause an wie ein Harvard-Student, hatte 2 große, dicke Aktenordner. Am Dienstag war immer Vorstandssitzung. Ich fühlte mich für alle industriellen Belange verantwortlich.
Und dann kam es am Dienstag zu den Entscheidungen und sie kriegten, also Kreditentscheidungen, wir haben nur Firmen als Zentralvorstand betreut, kreditmäßig, wenn die mehr als 100 Millionen Kreditbedarf hatten. Darunter durften die Direktoren oder die Niederlassung schon entscheiden. Also alles, was über 100 Millionen waren. Komplizierteste Privatisierungsvorhaben, denken Sie an die ganze Energie, an Leuna, die waren nicht alle so schön wie mein Heckert oder, also das war hochkomplex, oder die Werften, das war ein Riesendrama. Das mussten sie durchdeklinieren und ich habe es dann auch immer gelesen, alles. Das heißt also, sie haben praktisch bis Sonntagnachmittag zu Hause gesessen, haben diese Akten studiert und um 16 Uhr noch was ging der Flieger wieder zurück nach Berlin und dann ging der Kreislauf wieder los. Und ich musste mich beschäftigen mit all den Dingen, von denen wir schon gesprochen haben. Also Troubleshooting, Vorträge, Maschinenbau, Gespräche mit Investoren, die unbedingt natürlich immer mit Ihnen reden wollen und nicht mit den Direktoren alleine. Ich musste den Aufbau des Vertragsmanagements, ein ganz wichtiger Baustein, vorantreiben. Wir waren Sachwalter. Wir konnten nicht mit Emotionen handeln. Wir wurden aber ständig konfrontiert mit Adjektiven. Unmenschlich, unsozial, das kann man so nicht machen, man kann mit den Menschen nicht so umgehen. Und wir mussten dann sagen, ja, wir brauchen eine Lösung für ein Unternehmen. Nehmen wir mal die Bischofferode, die haben Kali produziert. Und ich nenne jetzt mal einfach ein bisschen wild eine Zahl, da hat die Tonne Produktion 200, sagen wir mal 200 D-Mark gekostet, der Weltmarktpreis war 60. Kann man noch sanieren? Kann man sanieren, aber wohin? So, und die Lösung war in der Tat, es mit der westdeutschen Kali und Salz zusammenzubringen. Und dann sind eben die Geschichten gekommen, dass Ostdeutschland platt gemacht wird und Kali und Salz sich dann die Märkte eignen. Wenn Sie hinterher schauen, wer hat wen platt gemacht, wer hat Opfer gebracht, dann kann ich Ihnen versichern, auch heute noch, dass die Opfer, Personalopfer auf beiden Seiten sehr gleichgewichtig waren und auch in Westdeutschland Gruben geschlossen worden sind, so auch wie in Ostdeutschland.